Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Und aus Borussia Dortmund endlich wieder mal deutscher Meister. Matthias Sammer, selten hat einer Fußball so gelebt wie er. Das Selbstbewusstsein und der Wille, Titel zu gewinnen, hat den Ursprung ganz eindeutig bei Dynamo Dresden. Kommen wir zurück zu Ihnen. Im Laufe Ihrer Karriere als Fußballer haben Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit zunehmend das Image des Charakterkopfes, des meinungsstarken Fußballers mit Persönlichkeit zugelegt. Fehlen Ihrer Meinung nach dem deutschen Fußball echte Typen? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Zeit und Veränderungen auch in der Gesellschaft und auch der Wert dessen, ist das jetzt etwas Negatives, einen Charakterkopf anzuecken, Streitkulturen auszulösen, klare Meinung zu haben? Ist das jetzt etwas Positives oder ist das etwas Negatives? Grundsätzlich glaube ich, nicht immer inhaltlich richtig, das ist ja vollkommen klar, kann ja nicht, wäre es schon perfekt, aber notwendig, um Entwicklungen in Gang zu setzen. Davon bin ich bis heute überzeugt. Nur die Tatsache dessen, und deshalb muss man immer diese Verbindung sehen, in der wir heute leben. Es gibt den Fußball, wir suchen die Charakterköpfe und haben gleichzeitig natürlich auch das übertrieben Mediale, das sage ich auch, andere Sportarten und auch andere Konstellationen beschweren sich darüber, wo Segen ist, ist auch der Fluch nicht weit. Das schafft natürlich auf Dauer auch in der Beurteilung und in der Bewertung dann oftmals auch mit negativen Bestandteilen so ein Abfeilen. So ein Abstumpfen, dass wenn du heute sagst, und ich kann mich gut erinnern, wenn du heute als Spieler, wie zum damaligen Zeitpunkt vielleicht geschehen, Borussia Dortmund, du spürst, wir sind gut, aber es arbeiten noch nicht alle so gut mit nach hinten, dass du das Gefühl hast, du bist ein Team. Und wenn das passiert, zum damaligen Zeitpunkt stellst du dich hin und sagst, ich finde, unsere Mannschaft hat noch nicht den Charakter, den es braucht. Jetzt sagen Sie das mal heute. Da ist ein Aufschrei, eine Beurteilung und eine Bewertung, das können Sie gar nicht beruhigen. Und gleichzeitig leben wir in so einer hektisch orientierungslosen Zeit, dass natürlich zwangsläufig der Mensch auch ein Stück weit eigentlich nicht masochistisch veranlagt, ja, eins möchte. Er möchte auf seine Arbeit, in seinem Leben, im Sport, er möchte, dass das gut funktioniert und er möchte mit denen er zu tun hat, gut auskommen, ein Vertrauensverhältnis haben, offen zu haben. Und das nennt man Atmosphäre, klimatisch einfach wunderbar. Und dann, wenn es noch ganz ideal läuft, in der Familie, zu Hause, das ist ja, wonach der Mensch sich sehnt. Aber wir schaffen es natürlich zunehmend, A, über den Fußball, aber weil das politische gerade auch ein Thema ist, ja nicht weit von Sachsen, was da alles in Thüringen im Moment diskutiert, zerdiskutiert, überhaupt nicht mehr inhaltlich, sondern nur noch Personen. Klar, das ist zwangsläufig so. Aber so das Simple, es geht doch eigentlich immer um die Sache. Und wenn es um die Sache geht, geht es eigentlich nie ums Persönliche, sondern Sache, Fußball, Erfolg, Misserfolg, Sache, Familie, Vertrauen, Miteinander, Verlässlichkeit, Sache, Arbeit. Kommst dahin, ja, besser, schlechter, Streitkultur. Es geht eigentlich immer um das Gleiche, dass man da, wo man zu tun hat, eigentlich das Beste für das jeweilige System will. Egal, ob es Arbeit, ob es privat ist, was auch immer. Und das ist leider nicht mehr im Vordergrund, sondern es geht um Macht, es geht um Eitelkeiten und es geht um Personen in Positionen.
Das ist das, was für meine Begriffe dazu führt, dass Charakterköpfe oder aber eben auch gewisse Diskussionskulturen nicht mehr stattfinden können, weil sie von Ahnungslosen dann öffentlich auch zerpflückt werden. Und die Guten, das ist ja leider so, die Guten mit den guten Meinungen, die hören wir nicht mehr, weil die werden sich öffentlich, wo eigentlich auch wichtige Botschaften geäußert werden, zurückhalten, weil sie sagen, ich kann mich ja nicht mit Ahnungslosen, mit welchen, die es gar nicht beurteilen können, auseinandersetzen, weil dieser positive Gedanke kostet dann so viel Kraft. Das will ich nicht. Und deshalb gibt es doch Emre Can, Borussia Dortmund, Joshua Kimmich, Bayern München. Nur um mal zwei zu nennen, das sind schon Charakterköpfe. Nur mir wird ein bisschen Angst und Bange, wenn dann auch darüber diskutiert wird, ob Kimmich vielleicht zu viel redet, Mehmet Scholl, den ich sehr schätze, ein gutes Verhältnis habe, aber der das dann ein bisschen negativer sieht. Das halte ich für falsch. Es ist deshalb falsch, weil der Jos mit 25 ja nur deshalb so ist, weil wahrscheinlich mit 30 keiner in der Lage ist, seine Rolle einzunehmen. Deshalb ist er ein bisschen lauter. Und es ist doch super, dass es das noch gibt. Es ist super, weil es führt zur Entwicklung. Er wird sich seine Hörner abstößen, er wird auch was Falsches sagen. Aber ich glaube, dass es die Anlagen gibt, aber dass das System die Anlagen aktuell ein bisschen unterdrückt. Sie wirkten eine Zeit lang sehr unnahbar, als Sie in diesem Fußballbetrieb drin waren. Sie haben einige Brüche angesprochen, die Sie erlebt haben. Karriereende sehr früh, haben lange darum gekämpft, haben dann fast Ihr Bein verloren. Später als Sportvorstand aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und die Prioritäten verschoben. Ihre Aura umgibt stets eine Portion gesundes Selbstbewusstsein, eine Form von Dominanz und natürlicher Autorität, aber eben auch eine gewisse Unnahbarkeit. Muss man sich das zwangsläufig, wenn ich Ihren Worten gerade zuhöre, zulegen, wenn man in der Öffentlichkeit steht und so polarisiert, um ein Schutzschild für das Privatleben auch zu haben? Oder täuscht diese Unnahbarkeit? Ich glaube nicht, dass sie täuscht. Und auch als Jugendlicher wurde man dann oftmals so, die einen kannten nicht unbedingt, aber die einen nicht kannten, der wirkt schon ein bisschen arrogant. Unnahbarkeit wird ja dann manchmal in der Verbindung direkt gesehen. Nein, das sind zwangsläufig Verhaltensweisen, die nicht aus dem Bewusstsein daraus entstehen, dem anderen gegenüber das Gefühl zu geben, dass er eigentlich nicht derjenige ist, mit dem man nicht will, sondern für einen selber sich ein gewisses Schutzschild aufbaut, um viele Dinge auch abzublocken, die einen dann natürlich auch, und das ist doch zwangsläufig so, dass die auch sehr erfolgreichen und sich mehr Gedanken machen, auch manchmal im Zwiespalt stehenden Menschen doch auch über Sensibilitäten verfügen, die sie auch verletzbar machen. Und das möchte man natürlich nicht. Das Verhältnis zu Ihrem Heimatverein Dynamo Dresden wirkte über viele Jahre distanziert. Ist Ihnen die Welt von Dynamo Dresden zwischenzeitlich mal fremd geworden? Eigentlich nicht, aber man muss ja versuchen, auch zu verstehen, was am Ende dazu führt, dass trotz einer sehr stark in der Entwicklung eingebrachten Formung des Menschen, so wie heute die Demokratie, über die wir diskutieren, wir reden über die Politik, sie wird von Menschen gemacht. Und Menschen sind prägend für Systeme. Also ich habe es noch nicht anders kennengelernt. Ich wäre auch froh, wenn es mir irgendwann mal jemand einer anders erklärt, dass ich es verstehe. So, und dann kommt natürlich ein Abschnitt bis 1990. Ich bin 22 Jahre. Dann ein paar Scharlatane, die den Verein fast an die Wand nageln und alles, was rundherum besteht. Und das Gut, was Dynamo Dresden erhalten blieb, war die Tradition, Fans. Und dann Gott sei Dank zum Beispiel Ralf Minge, aber auch den einen oder anderen, der dann versucht hat, wieder zum Kern des Wesentlichen zurückzukehren. Aber ich bin natürlich 1990 mit 22 Jahren gegangen. Also ich war nie so prägend, außer in der Jugend und am Anfang, aber ich war nie so prägend wie die vorher genannten oder wie Hansi Kreische oder Dixi Dörner und mein Vater, die waren viel prägender
für diesen Verein. Das ist doch gar keine Frage. Als ich es war, ich durfte dann mit der Entwicklung einen Weg gehen, der das natürlich in der Verbindung immer beschrieben hat, was ich auch immer geäußert habe. Nur eins kann ich natürlich nicht tun, und das ist doch vollkommen klar, dass die Tatsache dessen, dass dieser Club ja nicht vom Club geführt wird, er wird von Menschen geführt, und zwangsläufig habe ich dann auch auf ein paar Missstände immer mal wieder zwischendurch hingewiesen, aber letztendlich eine Nähe wie zwischen einem Club und einem Mensch oder zwischen zwei Menschen entsteht immer in der Verbindung, dass man ein Gefühl miteinander entwickelt und dass man aufeinander zugeht. Aber ich kann ja nicht, bis 2016 war ich bei Bayern, zwischendurch kann ich noch auf Dynamo Dresden zugehen. Ist man mal auf Sie zugegangen? Das, was ich nur damit sagen will. Und wir wollen ja ein schönes Interview machen und was da raus immer hoffentlich an Botschaften mit sich trägt, ist dieser Club Dynamo Dresden, auch mit dem, was geprägt war, zwangsläufig immer wieder dann auch geführt von Menschen und Situationen, und die können nur zueinander kommen, wenn sie miteinander reden, egal ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Nur, das hat ja noch nie stattgefunden. Also das kann man mir vorhalten, gar keine Frage. Ah, du musst da auf der Tribüne und lächeln und dich sehen lassen oder wie auch immer. Und ich weiß auch nicht, ob das noch funktioniert. Das kann man ja dann erst, wenn man eine Empfindung hat und sagt, oh, es trifft mich oder es trifft mich nicht. Es ist besser nicht. Ist es nicht wie in der Liebe? Ja, aber es ist ja nie zu spät. Nie. Nie. Sie standen übrigens auch als 18-Jähriger bei der Jahrhundertniederlage des Vereins mit auf dem Platz. Nicht bis zum Ende. Sie mussten relativ früh raus, weil es ihnen nicht gut ging. Ja. Ihr Vater war damals der Trainer der Mannschaft. Zwei Fragen dazu. Welche Lehren haben Sie für sich persönlich aus dieser Niederlage gezogen? Ganz am Anfang, was für ein Nackenschlag? Und Sie haben damals noch zu Hause gewohnt. Mussten Sie am Abendbrotstisch Ihren Vater mal trösten und in den Arm nehmen? Erstens, ein Spiel und eine Meisterschaft ist ein Marathonlauf. Und wenn du nicht über der Ziellinie bist, sei vorsichtig. Das hat sie geprägt, das bissiger gemacht? Bis heute geprägt. Wenn ich heute, wenn wir über Borussia Dortmund, wenn wir in unserer Runde zusammensitzen, ist ja die gleiche Denkweise da. Letztes Jahr, wir waren zwischendurch weit vorn und vielleicht die Meisterschaft. Und also das sensibilisiert dich für die ganze Karriere, prägt dich, dass du nach dem 2-0 zu Hause und 3-1 in der Pause auswärts noch nicht über die Ziellinie bist. Also Marathonlauf, ein Spiel, aber auch Wettbewerbe. Und deshalb erst, wenn du über der Linie bist, kannst du ein Fazit ziehen oder durchatmen, zurückblicken. Aber nicht davor. Alle sagen, oh, 7 Punkte Vorsprung, da und da und da. Das nützt dir gar nichts. Du kannst ja danach nicht hingehen und sagen, übrigens, wir hatten doch Vorsprung. Wir sagen, ja, bei Kilometer 23, aber nicht 42, 1,95. Das war eins. Und zwei, damals zu Hause hast du gespürt, dass das natürlich ein riesengroßer Murks war. Plus die Tatsache, Frank Lippmann ist dann nicht wieder mit nach Dresden zurückgekehrt. Ich hatte das Gefühl in den ganzen Diskussionen, dass Vater das wehtat. Auf der anderen Seite auch wir dann ein bisschen Pech hatten. A, mit dem Schiedsrichter Jakubowski dann, den sie da kaputt getreten haben. Also da kamen ein paar Dinge zusammen, die unschön waren, aber die Vater auch analytisch in der Zeit ganz gut erklärt hat. Und also dazu war ich noch nicht in der Lage, falls er diesen Riesentrost gebraucht hätte, dass ich ihm hätte geben können. Er konnte sich auch nicht dran erinnern, dass es so war. Genau.